Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen uns an Apache 207 mit Matrix exklusiv bei Late Night Berlin Pro7. Bin mega gespannt, war jetzt ungefähr vor einer Stunde, wo das Video rausgekommen ist. Ich bin irgendwie wach und deswegen dachte ich mir, ich nehme das Video jetzt mal auf. Ist aber auch eigentlich völlig uninteressant. Wir schauen jetzt einfach mal rein, Leute. Ich laber gar nicht so viel Bullshit. Wir gucken einfach mal, was hier abgeht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt irgendwie ein Live-Auftritt ist oder so. Oder ob einfach der Song quasi vorgestellt wird. Let's do it, Alter. Hey, jene sind auf meinem Weg, es fällt mir schwer, sie zu erkennen. Bitte hilf mir, lieber Gott. Ich will nehmen, wie so vieles in mein Leben, aber irgendwann ist stopp. Geil, mir gefällt die Stimmlage von ihm direkt so brutal geil. Ich liebe seine Stimme einfach wirklich. Man hört aber direkt, es ist kein Live-Auftritt. Also der Song wird jetzt einfach quasi von ihm hier performt. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Fängt schon mal geil an, Alter. Auch lyrisch. Es klingt so, als ob er hier sogar einen Song mit Inhalt rüberbringt. Ist bei Apache generell mehr, als man denkt, wenn man genau hinhört. Stopp. Pass hier nicht rein, denn ich komme aus dem Dreck. Ich weiß genau, dass ihr mich hier nicht haben wollt. Terrasse größer als die Wohnung, die ich hab im Plattenbau, doch irgendwie vermiss ich Blocks. Chill in Venedig im Hotel, ich zünd ne Kippe an und lieg auf dem Balkon im letzten Stock. Ich rauch Kette, blicke runter auf die Stadt bei Nacht, der Regen nieselt leise auf mein Kopf. Schön. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Gefällt mir richtig gut. Wie gesagt, die Stimmlage von ihm und seine Stimme generell ist echt einzigartig. Er hat generell so viele Facetten und Sachen, die ihn einzigartig machen, das ist schon einfach ein absoluter Top-Künstler und der hat seinen Durchbruch völlig zurecht. Hat echt gefehlt, sowas. Er bringt einfach was ganz, ganz Eigenes mit. Und ich muss weinen, wenn ich heute daran denke, dass ich sterben muss. Früher weine ich, weil ich will. Sie sagt, sie liebt es, was ich sage, meine. Boah, er sagt, warte, was nochmal? Früher weine ich, weil ich will. Sie sagt, sie liebt es. Und ich muss weinen, wenn ich heute daran denke, dass ich sterben muss. Früher weine ich, weil ich will. Heute muss ich weinen, weil ich weiß, dass ich sterben werde. Früher weinte ich, weil ich wollte. Eieiei, krasse Zeile. Sie sagt, sie liebt es, was ich sage in meinen Liedern, doch verlangt, dass ich mich ändere, Paradox. Ich lauf schon viel zu weit. Boah. Durch Feuer und durch Eis. Und ich zahl den Preis. Egal wie teuer, geh nicht ohne. Ehrenmann. Pray for Hanau, T-Shirt hier. Geile Aktion. Feier ich. Heute war ja wieder, beziehungsweise gestern, ich weiß den Ortsnamen nicht, in Hessen, wo jetzt wieder einer mit dem Auto da reingefahren ist. Das ist einfach nur noch krass, Leute. Jeglicher Hass, egal jetzt von welcher Richtung, aus welcher Ecke, wir müssen einfach dagegen ankämpfen, Leute. Wir dürfen Hass nicht unsere Gesellschaft verkommen lassen. Schönes Statement. Freut mich. Geil. Ist, wenn einer mit so einer Reichweite in so einer Sendung so ein Statement hier nochmal setzt, das ist eine schöne Sache. Und um jetzt wieder zurück zum Song zu kommen, klingt schon mal nach einer Mega-Hook. Egal wie teuer, geh nicht ohne Beute. Und wieder mal vergeht bei uns der Tag nicht. Der eine wollte nur ein bisschen unbekannt nicht. Der andere hat doch alles unbekannt sich. Wir sind dieser Fehler in der Matrix. Die Augen sind das Tor zu deiner Seele. Deshalb siehst du mich hier draußen nur mit Brille. Die Träne meiner Mama war nicht da. Warte, was war mit der Brille, die Zeile? Hier draußen nur mit Brille. Ah, ich muss ein Stück weiter zuspielen, sorry. Fehler in der Matrix. Die Augen sind das Tor zu deiner Seele. Deshalb siehst du mich hier draußen nur mit Brille. Die Augen sind das Tor zu deiner Seele. Deswegen siehst du mich hier draußen nur mit Brille. Geil. Ich feier sowas. Hier draußen nur mit Brille. Die Träne meiner Mama war nicht gratis. Wir sind dieser Fehler in der Und ich kotz gerade, kleine Rotznasen. Was für Top-Ware, was für Cops fahren. Und ich box gerade auf deine Leber, Junge. Aus die Stangenzelle heißt nicht das Bologna Shops Name. Kleine. Ja, er ist einfach. Ich weiß nicht, er hat wie gesagt so was Eigenes, was er mitbringt. Ich feier den einfach komplett. Einfach gut. Ich muss mal leider kurz einen Schluck hier nehmen, bevor ich hier euch abhuste.
Teller ist nicht das Bologna-Shops-Name. Kleine Dorfknaben reden von Mordrate. Sie sind nicht wie ich, nur weil sie einen Zopf tragen. Der Unterschied ist, wenn ich will, kann ich auch Crocs tragen. Und ich trete deine Schädel ein mit Doc Marten. Treff die Leute draußen auf der Straße, sie fragen mich, warum man sich denn seit Ewigkeiten nicht mehr sieht. Die Antwort liegt bei dir, mein Bruder, oder warum fragst du mich als zweites, wie viel ich als Rapper monatlich verdiene? Auch eine geile Aussage. Das ist generell in unserer Gesellschaft, auch vor allem in Deutschland, so schlimm. Es geht immer nur darum, boah, ja, der hat jetzt Durchbruch, jetzt macht der Kohle, jetzt macht er richtig Para, jetzt kann der sich dicken AMG kaufen, bla bla bla. Die Leute sind so oberflächlich und leider prägt auch die Rap-Szene viel bei den Jugendlichen, bei den Kindern so. Leider, leider wird immer nur gepredigt, hier Frauen da, hier dicke Autos. Das war halt auch früher schon so in anderen Bereichen. Aber es wird gefühlt immer schlimmer, dieses materialistische Denken. Wie gesagt, jeder hat gerne, ich hätte auch gerne ein AMG, so ist ja nicht, so, weißt du. Aber manche Leute legen halt wirklich komplett krank den Fokus da drauf und vergessen alles andere und lassen Menschen links liegen. Und ja, das ist teilweise einfach zu krass, wie die Leute auf materielle Sachen getrimmt sind. Also das ist auch immer wichtig, so eine Aussage hier. Gefällt mir echt gut, was er hier macht. Das ist ja auch so ein Track, der wirklich, ich denke mal, Apache kriegt momentan sowieso millionenfach Reichweite. Und wenn dann einer mal wirklich Werte vermittelt, wie er es ja wirklich tut, lyrisch verpackt halt, dann ist das einfach geil. Ewigkeiten nicht mehr sehen. Die Antwort liegt bei dir, mein Bruder, oder warum fragst du mich als zweites, wie viel ich als Rapper monatlich verdiene? Deshalb brauchst du mich auch nicht mehr fragen, was passiert ist in letzter Zeit oder wie es mir denn so ergeht. Jeder weiß, du redest hinter meinem Rücken, doch ich halte meinen Mund, weil ich mit dem Brot deiner Familie nicht spiel. Der haut hier eine Ehrenzeile nach der anderen raus, weil ich mit dem Brot deiner Familie nicht spiel. Ja, es ist einfach, er macht hier, also es ist Real Talk vom Feinsten eigentlich. Also es ist richtig geil und das schön melodisch, musikalisch verpackt, was will man eigentlich mehr, ja? Weil ich mit dem Brot deiner Familie nicht spiel. Haben andere Sorgen, sind jeden Tag an der Flasche, bin ich bei Sinnen, lieber Gott, bitte vergib. Mit 21 schon gelernt, das Geld nicht alles ist, deshalb haben auch meine Party sein Touch und depressiv. Kommentiert mich schwul. Mit 21 Jahren gelernt, dass Geld nichts alles ist, deswegen haben meine Party-Hits was von depressiv. Puh, Digga, hier sind also einige Zeilen dabei, die echt ziemlich deep sind. Das geht wahrscheinlich, wenn man den Song einfach nur so nebenbei hört, geht das wahrscheinlich unter. Ich stoppe ja jetzt auch öfter, erstens, weil ich bisschen darauf eingehen will und auch, ich kann das Video nicht einfach durchlaufen lassen, dann wird es wahrscheinlich gesperrt. Ich hoffe sowieso, dass es irgendwie so klappt, sonst werdet ihr das Video zwar hier nicht sehen, aber ja, feiere ich auf jeden Fall, also geiles Ding. Party, sein Touch und depressiv. Kommentiert mich schwul im Internet, ich kann darüber lachen, denn was dieser kleine Pisser nicht mal sieht. Seine Freundin schreibt mir DMs, doch ich bring's nicht übers Herz, mich zu ficken, denn das ist bei uns nur einmal im Prinzip. Ich lauf schon viel zu weit. Durch Feuer und durch Eis. Und ich zahl den Preis. Egal wie teuer, geh nicht ohne Beute heim. Seine Stimme ist einfach fett, Alter. Seine Stimme ist einfach nur geil, Alter. Das ist einfach geil, die Stimme. Und wieder mal vergeht meins der Tag nicht. Der eine wollte nur ein bisschen unbekannt. Der andere hat doch alles und beklagt sich. Wir sind dieser Fehler in der Matrix. Die Augen sind es tot zu deiner Sinne. Deshalb siehst du mich hier draußen nur mit Brille. Die Träne meiner Mama war nicht gratis. Wir sind dieser Fehler in der Matrix. Dankeschön, Berlin. Dankeschön, Apache, für diesen wunderschönen Song. Für diese Message nochmal mit dem T-Shirt. Für die inhaltliche Message, die der Song hat. Für die geilen Lines, für die schöne Hook. Für die Musikalität. Danke an Late Night Berlin. Song auschecken, Original auschecken, in der Beschreibung Support erlassen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, macht es gut, haut da rein und ciao.